Molotov Trimax hier. Das neue E-Sport-Format, was ja jetzt Epic Games am Durchtesten ist, ist der Alchemist Pop-Up Cup. Epic Games möchte es hinbekommen, dass die Leute aggressiver spielen. Dass man es nicht auf dem ersten Platz schafft, ohne Kills und sich in der Zone einfach gegenheilt. Und damit gewinnt man das Game. Sicherlich, es ist ein Battle Royale, 100 Leute werden auf der Map geschmissen. Es gibt am Ende einen Sieger, der am letzten lebt. Ja, stimmt. Aber passives Zocken soll bestraft werden. Und das wird mit diesem Event. Die Spieler, jedes Mal, wenn die Zone kleiner wird und es leben noch überdurchschnittlich viele Leute, kriegen diejenigen, die übrig sind, die letzten drei, die letzten vier, die letzten fünf, die letzten zwei, die am wenigsten Schaden in dem gesamten Game verursacht haben, die kriegen Damage. Wie viel Damage, wissen wir noch nicht. Werden wir jetzt gleich alles testen. Ich werde mich einfach mal, ich werde einfach mal zocken, alleine, Solo gegen Duo. Ich habe noch einen Mod dabei, der bringt sich dann immer wieder um. Ich habe eh 0 Punkte, ich hoffe, die Gegner werden da nicht so stark sein. Und dann sollte das doch ganz gut funktionieren. Eure Meinung dazu, super gerne in die Kommentare. Was haltet ihr davon, dass die Leute, die am wenigsten Schaden verursacht haben, Schaden kriegen können, dass sie dafür bestraft werden? Manche Pros sind da stinksauer gegen. Manche finden es richtig gut, dass mehr Action reinkommt. Wir haben schon die dynamische Zone. Wir haben schon weniger Mets. Wir haben schon, dass man Schild und Leben kriegt, wenn man jemanden killt. Epic Games schafft es jetzt nach und nach mit zusätzlichen Features, die Spieler, die gegeneinander spielen, aggressiver zu machen. Und dass man wirklich am Ende den besten Spieler hat der gesamten Runde. Ob das funktioniert, ist abzuwarten. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch. Es ist ein Test. Hä? Ich bin ganz schön lost. Ich habe 3 Kills. Also ich finde es insane. Es ist ein Ranked Mode. Und ich spiele echt gegen komplette Nieten. Also die Gegner sind wirklich schlecht. Ja. Na komm, du verblutest. 4 Kills. Scheiße, das ist schon der erste Punkt. Ich brauche Mets. Kein normales Duo mehr. Nur noch Events oder Squads oder Solos. Ich war stinksauer. Ja! In den Kiefer von unten! In den scheiß Kiefer. Das macht so Damage schon, so eine AK. In den Kiefer. Der gute alte Kiefer-AK-Schuss. Endlich kann ich auch mal Kills machen. Seht ihr das? Ich bin doch nicht der schlechteste Spieler auf dem gesamten europäischen Server. Oh. Mordsidee mal wieder. Eine absolute Mordsidee, dass ich einfach mal zocke. Das war angedeutet. Habt ihr es gesehen? Scheiße, das hätte ich jetzt schaffen müssen. Oh, oh, Alter! Der hat mich aufgefressen! Da war er wieder. Aber es ist okay. Das war für mich jetzt eine gute normale Runde. Zuerst ein paar schlechtere Leute getroffen, dann eine Bestie. Gut, der hat mir jetzt den Kopf geschossen und alles geschossen, ne? Also der hat ja alles getroffen. Der hat ja mal wirklich alles getroffen. Okay. Aber so kann es laufen. Zuerst ein paar Plebs finden und dann einfach sterben gegen jemanden, der mächtiger ist. Na, da hat er keinen Bock drauf. Na. Die wurden ja mal zeraimt.
Der war so lost. Der zweite von denen. Der war so übermotiviert. Habe ich irgendwas, um mich schneller zu nach vorne zu transportieren? Irgendwas? Ich habe einen Kill? Wen habe ich denn gekillt? Hä? Wieso habe ich denn... Verstehe ich nicht. Bin ich jetzt tot schon wieder, oder was? Und ja. So, hier lande ich jetzt. Halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Du hältst dein Maul. Du hältst übel dein Maul, Mann. Oh! Junge! Ich bin's! Tragt mich ein! Ich bin doch im Winter Royal dabei. Oh, ist doch schön geaged. Ich will den Kill für sowas bekommen. Genau so. Scheiße, kein Schuss mehr. Boah, ein 200er, geil. Nein. Oh mein Gott. Was macht der da? Von wo zur Hölle kamen die Schüsse? Schön. What the fuck? Boah, das war halt echt ein Nackenknaller. Ich sag's euch, das war auch kein Fake-Nackenknaller. Das ging echt so doll in seinen Nacken rein. Keine... Oh Mann, immer noch keine Mets. Oh Gott, das ist doch so schlimm. Alter, das sind keine normalen Fights. Das sind gar keine normalen Fights hier. Hilfe. Ich dreh komplett ab. Ich hab die Sniper und der kann so viel. Der war auch so schlecht, der Typ. Der war so kacke. Also das war heute einer der schlechtesten Spieler, der mich getötet hat. Na Leute, ich kack ab. Oh, Pre-Fire in deinen Kopf! Kack-Noob, Alter. Learn to play. So ein Wannabe-Duo. Alter, sind die low. Jo, der Diegel. Ey, das ist der Typ mit dem Diegel, der auf mich geschossen hat. What the fuck?
Lol. LOL! Ich brauch die Metz, Digga. Der hat immer noch 130 Leben. Der, ich bin durch. Pushen, ich hätte gepusht. Ich hätte vor 100 Jahren gepusht, hätte ich eine Shotgun gehabt. So. Super. Der hat, wie kann der denn noch 130 haben? Also irgendwas. Ja, jetzt haben wir Drift to go, die überleben das beide auch. 1000 Schaden habe ich verursacht. 1000 Schaden? Digga. 1000? Das ist ja lächerlich. Time-Luck, Kacknoob. Das war nur ein Kill, weil ich Zeit, weil ich Glück hatte beim Timing. Fuck, wo ist er hin? Ich baue mich die ganze Zeit immer wieder ein. Hey. Hä? Ach, scheißegal, ich weiß nicht, was das war. So verschwitzte Typen. Komm, komm, komm. Nein, ich wollte doch gerade hinter mich bauen. Ach. Das ist ein Typ, ist mit einer Sniper, dreh ich durch. So, sehr gut. Ich hab Spaß, ich mag das alles, ich bin begeistert. Ja, ich bin extrem euphorisch, das ist super Gameplay. So, wir haben es geschafft, wir sind durch. 22 Uhr ist es. Schön.